Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Busport Fairsystem Sound Design Fernbus Simulator, der Dennis spielt das. Wir sind immer noch mit unserer Linie 621 unterwegs auf der Fahrt von Amsterdam nach München über Arnheim, Köln, Frankfurt und Stuttgart. Und wir sind in der letzten Folge hier zum Stehen gekommen bei unserer zweiten Rastpause an der Tankstelle zwischen Köln und Frankfurt. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen, Gewitter ist auch noch dabei. Das hält uns aber nicht davon ab, jetzt weiterzufahren nach Frankfurt. Und ich würde sagen, wir legen los. Und wie ihr noch erkennt, wenn Gepäckflug ist geschlossen. Sehr gut, dann können wir einsteigen. Die Pause haben wir bereits abgehalten in der letzten Folge. Das heißt, auch die Ansagen haben wir zu Ende gemacht. Beziehungsweise haben wir abgespielt, dass die Rastpause zu Ende ist. Das heißt, wir können jetzt einfach losfahren. Das werden wir auch tun. Wie gesagt, nächste Station Frankfurt Hauptbahnhof. Tanken braucht man nicht. Das heißt, wir können hier geschmeidig wieder auf die Autobahn fahren. Wir müssen 186 Kilometer zu fahren. In Frankfurt ankommen. Es gab ja in der letzten Folge, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Ansage vom Busfahrer, dass sich ein Stau gebildet haben soll auf unserer weiteren Fahrt, beziehungsweise weiter Richtung Frankfurt, beziehungsweise auch Richtung Stuttgart, und der sich bis dato noch nicht aufgelöst hat. Schauen wir mal, ob wir in den Stau reinfahren werden oder ob wir das Glück haben, dass der sich auflöst. Wir werden es erfahren, ihr werdet sehen. Wie gesagt, haben wir es auch 174 Kilometer bis Frankfurt, unserem nächsten Zwischenhalt. Auf dem Weg von Amsterdam nach München. Unser vorletzter Zwischenhalt. Der letzte Zwischenhalt wird dann Stuttgart sein. Es wird noch eine Rastpause geben zwischen Frankfurt und Stuttgart. Wäre dann unsere dritte und letzte Rastpause. Und ich bin gespannt, ob wir pünktlich und heile in München ankommen. Ich habe jetzt auch mal die Töne, die ganzen, die Lautstärken hier von den ganzen Menü- und Fahrgeräuschen und so weiter, alles mal ein bisschen runtergesetzt. Damit ihr mich besser versteht, weil in der letzten Folge gab es hin und wieder Situationen im Video, wo man mich vielleicht nicht so gut verstanden hat, aufgrund der Lautstärke des Motors und der Umgebung und des KI-Verkehrs und so weiter. Das habe ich jetzt alles mal so ein bisschen runtergesetzt, damit ihr mich besser versteht. Ich glaube, das macht Sinn, weil es bringt ja nichts, wenn ihr nur das Spiel hört und meinen Kommentar nicht. Das hat keinen Wert. So, da fahren wir mit unserem wunderschönen MAN in Schwarz. Den Weg nach Frankfurt. Das Einzige, was in dieser Perspektive nicht so schön ist, dass man keinen Rückspiegel hat. Das ist das einzig Blöde in dieser Perspektive. So, hier ist wieder eine Baustelle, das heißt, wir fahren natürlich mit 80, fahren hier mal rüber. Weil, wie gesagt, in der Baustelle sollte man rechts fahren. Nicht überholen. Vor allem nicht, wenn man über 2,10 Meter Fahrzeugbreite hat. In die 2,10 Meter sind auch die Außenspiegel mit ein. Geschlossen. Also es geht hier nicht nur um die reine Fahrzeugbreite, sondern die Außenspiegel sind natürlich zählen damit, sind inklusive. Und wenn ich dann so sehe auf der Autobahn, wenn da so Transporter und SUVs an sich an einem vorbeiquetschen, vor allem an die LKWs, die rechts fahren, weiß ich nicht, da wird mir schon manchmal schlecht. Links hier, wie gesagt, wie auch hier diese Betonklötze,
Betonwand und ja, weiß ich nicht. Da braucht ein LKW nur mal aus irgendeinem Grund nach einen Schlenker nach links machen. Ja, dann hängt man da schon drin. Das ist, glaube ich, nicht so witzig. So, du quetschst dich hier dazwischen, war klar. So, es hebt sich die Baustelle auch gleich wieder auf. Das heißt, wir können ja mal ruhig überholen. So, steigen wir wieder ein. Dann fahren wir mal nach links, weil ein LKW drauf möchte. Dann machen wir natürlich Platz. Ja, klar. So. Und ihr wisst ja aus den anderen Folgen, die es schon gibt, die nächste Ansage wäre jetzt die Ankunft in Frankfurt. Die wir natürlich erst abspielen, wenn wir die Autobahn verlassen haben und einigermaßen so zwischen 20 und 30 Kilometer noch bis zur Haltestelle haben. Dann spiele ich die meistens ab, dann passt das meistens. Solltet ihr auch machen. Damit ihr da noch genug Wegstrecke habt, um die ganze Ansage abzuspielen, weil die spielt ja einmal in Deutsch und einmal in Englisch ab, beziehungsweise in Holländisch. Und dann sieht dann immer blöder aus, wenn man dann schon an der Haltestelle steht und die Ansage läuft noch. Das ist dann immer so ein bisschen komisch. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr so 20 bis 30 Kilometer noch Fahrtstrecke habt. Und in dem Zeitraum könnt ihr dann auch die Ansage abspielen. So, hat sich gut eingerichtet hier. Jetzt nicht danach aus, als ob es jetzt irgendwie in den nächsten Minuten aufhören wird. Es ist ziemlich dunkel noch am Himmel. Schauen wir mal, ob das bis München so bleibt. Frankfurt ist jetzt auch nicht mal allzu weit. 70 Kilometer noch. Wir auch diesen Zwischenhalt erreicht. Dritten. Oh, seht euch mal dieses wunderschöne Gebäude an. Sieht doch auch nicht schlecht aus, oder? Das ist der Frankfurter Flughafen. Ist dir das zufällig? Könnte der schon fast sein, oder? Obwohl, nee. 60 Kilometer noch. Keine 60 Kilometer von Frankfurt. Der Flughafen ist Frankfurt. Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Zumindest beim TS ist der Frankfurter Flughafen jetzt nicht so weit vom Hauptbahnhof entfernt, also. Weiß es jetzt aber auch nicht ganz genau. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Ich bin ja jetzt ein bisschen am Rätseln, ob das jetzt wirklich schon der Flughafen war. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Dafür ist die Entfernung, glaube ich, noch zu groß bis Frankfurt selber.
Der A8 sind wir mittlerweile. Ne, gar nicht. Was rede ich denn da? Entschuldigung, habe ich mich fehlleiten lassen. Habe ich falsch geguckt. A3 natürlich immer noch. Komme ich denn auf A8? Mein Gott, die gibt's doch gar nicht, oder? Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir auf der A3. So. So, jetzt fahren wir hier runter. Frankfurt. 80 ist hier noch erlaubt. Genau. So, das Licht ist mittlerweile aus am Bus. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es bald aufhört zu regnen. Und ihr seht, der Regen wird weniger. Ich meine auch, dass es ein bisschen heller wird jetzt. Am Horizont. So, wir haben noch 30 Kilometer. Das heißt Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt Frankfurt Hauptbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Frankfurt einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Frankfurt etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, we naderen nu onze tussenstop, het Frankfurt Centraal Station. We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede voortzetting van uw reis in Frankfurt. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop in Frankfurt ongeveer 5 minuten zal duren. Zorg er echter voor dat u op tijd terugkeert naar de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, das war die Ansage für Frankfurt. Und jetzt haben wir Frankfurt erreicht, haben noch gut 11 Kilometer bis zum Halt. Und die Ansage hat wunderbar da reingepasst. Kein Zeitdruck, konnte wunderbar laufen, ohne dass wir hier irgendwie schon zu nah an der Haltestelle waren. Von daher, wie gesagt, zwischen 20 und 30 Kilometer Fahrtstrecke. In der Zeit könnt ihr die Ansage ganz beruhigt abspielen. Passiert nichts, da seid ihr absolut im Rahmen. Wie gesagt, das passt dann eigentlich ganz gut immer. So, dann sind wir hier in der Bankerstadt Frankfurt am Main. Wir halten gleich am Hauptbahnhof. Unser nächster Stopp. Wir liegen gut in der Zeit, das Wetter ist besser geworden, es ist wieder sonniger geworden, der Regen hat aufgehört. Was will man mehr? Das Einzige, was sich nicht geändert hat, sind die roten Ampeln. Aber ich glaube, daran hat man sich jetzt auch schon gewöhnt. So. Doch komm, lass fliegen. So, links.
natürlich wieder rot. Logisch. Warum auch nicht? So, und da werden wir natürlich gleich wieder boarden. Da bin ich mal gespannt, ob wir wieder alle Fahrgäste mitnehmen können oder ob wieder einige ein falsches Ticket gebucht haben. Schauen wir mal. Rot natürlich. So, wenn die grün ist, damit die da hinten rot. Ihr könnt da drauf wetten. Das ist nicht nur eine Vermutung von mir, das ist Fakt. Seht ihr? Ampel rot, Ampel grün. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Also das mit den Ampeln ist echt so eine Sache. Ist so gut wie jeder. Also man hat eigentlich kaum Situationen, wo man mal irgendwie grüne Welle hat. Also habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Dass man wirklich komplett durchfahren kann. Ich glaube, das gibt's nicht. Kleinen Schlenker, fahren rechts, dann sind wir schon an der Haltestelle. Vorausgesetzt, bleibt die Ampel jetzt mal grün? Die bleibt grün, ich pack's ja kaum. Wahnsinn. So, und da ist unsere Haltestelle, Frankfurt Hauptbahnhof. So. Das hätten wir dann auch erreicht. Können wir boarden, würde ich sagen. Fangen wir mal mit diesen Damen hier an. Moin. München, das stimmt. München stimmt. München stimmt. München stimmt. Stuttgart stimmt. Die will nicht, der will nicht. Dann wollen wir die Dame hier. München. München. Und dann der da hinten noch. München. Der stimmt auch. Dann hätten wir sie alle. Die drei wollen nicht. Beziehungsweise vier. Gut, dann ist das so. Dann fahren wir weiter. Schließen das Ganze hier. Machen vorher vielleicht nochmal ein schönes, hübsches Foto. So. Dann würde ich sagen, los geht's. Nächste Station. Stuttgart. Vorher machen wir natürlich noch eine Rastpause. So. ...263 Kilometer bis Stuttgart. So, wenn ich es gleich gerade gezogen habe. Geahnt es. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München Zentraler Omnibusbahnhof mit Zwischenhalt in Stuttgart Busbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen.
Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gelten während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Louis van Riek und Herr Vincent van der Merwijk sind heute Ihre Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Stuttgart Busbahnhof. Geachte Dames en Heren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt aan boord van buslijn 621 op de reis van Amsterdam naar het München Centraal Busstation, met tussenstops in het Stuttgart Busstation, hartelijk welkom heten. Neemt u alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u achterin een toilet en er is gratis internet beschikbaar. De toegangsgegevens hiervoor kunt u vinden in de brochure die zich in de tas van de stoel voor u bevindt. Bovendien kunt u via een USB-aansluiting uw mobiele apparaten van stroom voorzien. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Daarnaast geldt er tijdens de reis een verplichting voor alle passagiers om de veiligheidsgordels te dragen en vast te maken. Dit is om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk. Vandaag zijn de heer Louis van Riek en de heer Vincent van der Merwijk uw chauffeurs voor deze rit. Houd er rekening mee dat u tijdens de reis uit veiligheidsoverwegingen geen vragen aan de chauffeur mag stellen. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs graag tot uw beschikking tijdens de tussenstops. Wij wensen u nu een prettige reis en kijken ernaar uit om u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande halte is het Stuttgart busstation. Ja, so viel dazu. Jetzt wird es noch einmal eine Rastpause geben. Und zwar auf der A5 zwischen Frankfurt und Stuttgart an einer Tankstelle. Wenn wir sie abhalten und uns dann nonstop auf dem Weg nach Stuttgart und München begeben. So, wie gesagt, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal zusehen, dass wir auf die Autobahn drauf kommen. Die ganzen roten Ampeln überwunden haben. So, hier rechts. Das fahren wir erstmal auf die A66. Nicht für lange. Bin hier schon wieder ab.
fahren gleich wieder ab. Auf die A5. Im Moment sind wir noch auf der A3, fahren jetzt aber gleich ab. Auf die A5. So, geradeaus. Richtung Erfurt fahren wir nicht, sondern Richtung Darmstadt. Respektive Richtung München. Schnell. So. So, und zack, schon befinden wir uns auf der A5. So, das heißt, an der nächsten Tankstelle werden wir dann noch unsere dritte und letzte Rastpause abhalten. Wir hier die Feuerwehr überholen. Die Staatsmacht oder Staatsgewalt. Staatsmacht sind andere. Staatsgewalt. So. Und ewig dudelt das Handy. Auch ziemlich nervig. Wenn ich auf Tour fahre. Überall in der Bahn klingelt irgendein Handy. Das ist wirklich, also naja. Ich meine, man kann es wenigstens auf Vibration stellen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber im Interesse aller Fahrgäste oder der anderen Fahrgäste kann man das Ding auf Vibration stellen. Dann stört es die wenigsten. Also, naja. Aber was soll man machen, ne? Es ist wie überall. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Mein Gott, viel Polizei heute unterwegs. Schon wieder der zweite Streifenwagen, den es hier überholt. Was mir aufgefallen ist, wir sind auf der ganzen Fahrt jetzt noch in keine Kontrolle gekommen. Das ist, fällt mir auch gerade mal so auf, ne? Sonst auf jeder Fahrt mindestens eine Kontrolle, bis jetzt noch keine. Aber ich will noch nicht zu laut schreien, wir sind noch lange nicht in München. Und daher, nicht zu laut schreien. So, ich glaube, die nächste Tankstelle kommt. Wenn ich das Schild richtig gedeutet habe. Das heißt für uns Pause. Jo, da machen wir Pause. Machen wir das so wie gestern. Wir sind hier wieder am Rand. Hier will ich stehen. Stellen uns zu unseren Fahrgästen hin und spielen da folgende Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir jetzt unsere dritte und letzte Rastpause einlegen werden, bei der ein Kaffeeservice für 15 Minuten angeboten wird. Wir bitten Sie darum, rechtzeitig zum Bus zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können.
Wenn Sie Fragen haben, stehen mein Kollege und ich Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte Dames und Herren, wij willen u informeren dat we onze derde en laatste rustpauze zullen nemen, waarbij er gedurende 15 minuten koffieservice wordt aangeboden. Wij verzoeken u om tijdig terug te keren naar de bus, zodat we onze reis op tijd kunnen voortzetten. Mocht u vragen hebben, dan staan mijn collega en ik graag tot uw beschikking. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, dat zo viel dazu, dan nehmen wir mal raus. Und gucken, warum die da nicht vorbeikommen. Steht mir doch hier nicht im Weg. Kollege, du kannst da vorbeifahren. Wir fahren auch noch nicht gelernt. Ja, guck mal, du, wie viel Platz du hast, bis du tanke. Das ist doch nicht dein Ernst, Kollege. Naja, deine Sache. Wir machen auf jeden Fall unsere Pause, drücken dazu die Escape-Taste. Dann seht ihr da unten, dann seht ihr dieses Feld aufleuchten. Dann seht ihr auch, was wir alle schon gemacht haben, was wir noch vor uns haben. Das Dunkle haben wir erledigt, das Helle haben wir noch. Und dann geht ihr mit der Maus auf der Taste auf das Feld rasten, drückt einmal drauf. Und dann haltet ihr die Pause ab. Und dann gucken wir uns mal kurz an, schnell, was hier der Diesel kostet. Ah ja, 1,39, das sind Preise, ne? Davon können wir träumen. Gar nicht mal so übel. So, dann steigen wir aber schnell wieder ein. Wir haben noch eine Menge Fahrt vor uns. So, stellen uns wieder zu unseren Fahrgästen hin und dann kommt diese Ansage zum Tragen. Sehr geehrte Damen und Herren, nach unserer letzten Rastpause sind wir nun wieder vollständig und können unsere Fahrt fortsetzen. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich während der Pause überprüft habe, ob sich der Stau aufgelöst hat. Aktuell ist die Strecke wieder frei, sodass einer punktlichen Ankunft in München nichts mehr im Wege steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte Damen und Herren, na onze laatste rustpauze zijn we weer compleet en kunnen we onze reis voortzetten. Ik wil u graag informeren dat ik tijdens de pauze heb gecontroleerd of de file is opgelost. Op dit moment is de weg weer vrij, zodat niets een tijdige aankomst in München meer in de weg staat. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, dat was dat. Damit kunnen we losfahren. Zwar weiter Richtung Stuttgart. So, der Stau hat sich aufgelöst, wie ihr gehört habt. Den einzigen Stau, den es hier gibt, den habe ich hier verursacht. Und zwar auf dem Rastplatz. Aber das ist eine andere Sache. So. Dann haben wir jetzt noch 164 Kilometer bis Stuttgart. Nur 47 sollen wir dort sein, aber ich denke mal, wir sind deutlich früher da. Dort fährt ein Kollege. Guten Tag. Mach mal den Tempomat an. Ich empfehle euch auch, einen zweiten Bildschirm zu haben, einen zweiten Monitor, weil dann könnt ihr euch den Busboard-Player auf den zweiten Bildschirm ziehen und könnt dort dann ganz genau überprüfen, welche Pause dran ist, welche Ansage aktuell dran ist, welche als nächstes kommt und so weiter und so fort. Dann habt ihr das alles im Blick und verheddert euch da nicht. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache, wenn ihr da einen zweiten Bildschirm habt.
So, im Moment sieht's gut aus mit dem Wetter. Bleibt vorerst trocken. Ich hoffe, das bleibt so. Zwar jetzt nicht der blauste Himmel, sehr bewölkt, aber trocken ist trocken. So, unsere Pausen haben wir ja abgehalten, damit haben wir nichts mehr zu tun. Können jetzt ganz geschmeidig nach Stuttgart fahren, dort die letzten Fahrgäste aufnehmen und uns dann von Stuttgart nonstop auf den Weg nach München machen. Unser Ziel unserer Reise, unserer langen Reise, muss man ja schon sagen. So, wir werden gleich abfahren. Denn ihr seht, Karlsruhe-Stuttgart, rechts rum, beziehungsweise rechts abfahren. Oder nee, doch nicht. Hatte ich jetzt gedacht, aber Navi sagt nein. Gut, dann fahren wir geradeaus. Bin gespannt. Ach, du hast doch einen Sackenschuss. Ja, da hat einer nicht aufgepasst. Das war das. Naja, passiert halt. Passiert halt im Spiel. Man kann nichts machen. So, wir fahren hier ab. Geht's ab. In Augsburg. Was haben wir hier aktuell an Geschwindigkeitsbegrenzung? 70. Ach, das Navi wieder 100. Schilder sagen aber was anderes. Das ist sowieso aufgehoben. Okay, können wir wieder 100 fahren? Erstmal Ventilator anmachen. Bisschen warm hier, wenn man die Schotten dicht hat, weil man nicht die Hitze hier drin haben will. Das ist schon ein besseres Gefühl. Es sollen ja heute noch ordentliche Unwetter sich entwickeln. Bin ich mal gespannt, wie heftig das werden wird. Starkregen, Gewitter und. Schauen wir mal. Erst die große Hitze. Also die ordentliche Spüle und dann soll es nachher ab Mittag 15 Uhr oder so soll es ordentlich abgehen. Bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Bei einigen kann es ja so heftig werden, dass da wieder die sämtliche Keller volllaufen. Es tut mir immer furchtbar, furchtbar leid, wenn die da, weil das ist, glaube ich, alles andere als angenehm. Du kannst nichts machen und dir läuft die Bude voll. Das ist wirklich, also es tut mir wirklich furchtbar, furchtbar leid für die Menschen. Ja. Echt gespannt, wie heftig das wird.
So, 46 Kilometer noch. Haben wir unseren vorletzten Halt erreicht und unseren letzten Zwischenhalt vor München ZOB. So, es geht noch weiter geradeaus. Das kann jetzt nicht mal allzu lange dauern. Abfahren. Nur noch 30 Kilometer. Den noch mal. Ah ja, da geht's recht schon runter. Stuttgart. So, ich würde sagen, ich nehme das jetzt hier schon mal ab. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt Stuttgart Busbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Stuttgart einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Stuttgart etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte dames en heren, benadere nu onze tussenstop, het Stuttgart busstation. We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede voortzetting van uw reis in Stuttgart. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop in Stuttgart ongeveer 5 minuten zal duren. Zorg er echter voor dat u op tijd terugkeert naar de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, ihr seht's, auch das hat gereicht mit der Ansage. Obwohl es jetzt unter 20 Kilometer waren. Aber auf dem Busplayer seht ihr, auf Busplayer seht ihr auch immer, wie lange die Ansagen dauern. Also sowohl Deutsch als auch die ausländische. Daran könnt ihr ja ungefähr abmessen oder abschätzen, wie lange das Ganze dauern wird. Wie lange ihr noch fahrt bis zur Haltestelle und wie lange die Ansage dauern wird, könnt ihr das ungefähr abschätzen, wann ihr die abspielen solltet, damit das auch alles passt. So, dann sind wir auch gleich in Stuttgart, beziehungsweise an der Haltestelle. In Stuttgart selber sind wir ja schon.
das ist doch jetzt blöd. So, dann müssen wir irgendwie drehen. Da ist nämlich die Haltestelle. Ah, ich glaube, ich weiß schon wie. Genau, so wie es das Navi auch anzeigt. Damit hätten wir auch Stuttgart freigeschaltet. So. Können wir boarden? Zum letzten Mal in diesem Szenario. Fangen wir mal mit diesem Herrn hier an. München stimmt. Ach, die will nicht. Gut. Sie? München. Er? München. Er? München. Sie? München und er noch. Mahlzeit, danke. München. Damit hätten wir sie alle? Ja. Die anderen möchten nicht. Gut, dann bleiben wir hier, machen die Klappe zu. Schauen uns hier mal ein wenig um. Stuttgart. Ist auch nichts Besonderes hier. Nö. Dann würde ich sagen, setzen wir unsere Fahrt fort Richtung letztem Haltepunkt München. So, auf geht's. ...240 Kilometer und folgende Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 621 auf der Fahrt von Amsterdam nach München Zentraler Omnibusbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung, sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gelten während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Louis van Riek und Herr Vincent van der Merwijk sind heute Ihre Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist München Zentraler Omnibusbahnhof. Geachte Dames en Heren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt aan boord van buslijn 621 op de reis van Amsterdam naar het München Centraal Busstation hartelijk welkom heten. Neemt u alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u achterin een toilet en er is gratis internet beschikbaar. De toegangsgegevens hiervoor kunt u vinden in de brochure die zich in de tas van de stoel voor u bevindt. Bovendien kunt u via een USB-aansluiting uw mobiele apparaten van stroom voorzien. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Daarnaast geldt er tijdens de reis een verplichting voor alle passagiers om de veiligheidsgordels te dragen en vast te maken. Dit is om veiligheidsredenen absoluut noodzakelijk. Vandaag zijn de heer Louis van Riek en de heer Vincent van der Merwijk uw chauffeurs voor deze rit. Houd er rekening mee dat u tijdens de reis uit veiligheidsoverwegingen geen vragen aan de chauffeur mag stellen. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs graag tot uw beschikking tijdens de tussenstops. Wij wensen u nu een prettige reis en kijken ernaar uit om u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande halte is het München Centraal Busstation. Ja, zoveel dazu. Nächste Ansage wird sein München ZOP.
232 Kilometer sind unsere letzten Kilometer bis München, beziehungsweise dieser ganzen Fahrt. Amsterdam, über Arnhem, über Köln, über Frankfurt und über Stuttgart nach München. So, dann hier auf die A8. Sind wir auch gerade von runtergefahren. Ihr habt ja schon vielleicht schon auf dem Schild gelesen, dass es hier weiter nach München geht. So, da hinten fährt ein Flixbus, Kollege von uns, ihr seht es vielleicht. Schauen wir mal, ob wir den noch einholen. Uhr sollen wir in München sein. Wahnsinn. Was sind das für Zeiten? Wir haben jetzt gerade mal 16.24 Uhr für 218 Kilometer. Das, naja. Lassen wir das mal so dahingestellt. So, 80 im Tunnel. 80. Aber hat dich nicht zu interessieren, ne? 70 sogar in der Yacht daher, wie sonst. Ihr seid alle zu schnell, merkt ihr das nicht? Ich bin fast schon 77. Da vorne fährt unser Kollege. Ja, Kollege und tschüss. Wir fahrt weiterhin. So, hier darf man sogar 120 fahren. Dürfte man, können wir aber nicht, weil der Bus das nicht schafft. Beziehungsweise weil er abgeriegelt ist bei 100 km/h. Hier schön den Berg hoch, wunderbar. Richtig schön. So, wieder irgendwo. Ei. Habt ihr das gesehen, wenn ich ein Auto auf der Seite hätte normalerweise anhalten müssen? Ja, da muss jetzt aber gleich der Krankenwagen kommen. Um Gottes Willen, habt ihr das gesehen? Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas wahrnehme, beziehungsweise sowas sehe in dem Spiel, dass dann wirklich ein Auto auf der Seite liegt. Wahnsinn. Wahnsinn, sonst haben wir unsere Kontrolle hier. Ich hab ja gesagt, wir sollen noch nicht zu früh freuen. Schon haben wir sie. Unsere erste Kontrolle. Jetzt, wo wir fast in München sind. Nun ja, dann ist das halt so. Alle angeschnallt, alles tupi, wir können weiterfahren, sehr schön, alles im grünen Bereich, perfekt, so lobe ich mir das. Alle Fahrgäste angeschnallt, alles super, gut, dann können wir unsere Reise fortsetzen. Übrigens Kollegen, weiß nicht, ob ihr das gewusst, schon gemerkt habt, beziehungsweise über Funk bekommen habt, dort hat sich ein Unfall ereignet, dort liegt ein Fahrzeug auf der Seite, das solltet ihr mal vorbeischauen und Rettungswagen schicken. Das ist immer so ein Ratschlag von mir, anstatt hier doof in der Ecke stehen, Kontrollen zu machen.
glaube ich, von weiter raus. München. So, 138 Kilometer noch. Und es scheint, so wie es bis jetzt aussieht, dass wir im Trockenen ankommen. Also, wenn es bis jetzt sehr sonnig aus. Aber wir sind mittlerweile ja fast 12 Stunden am Fahren. Eine Fahrzeit 12 Stunden fast. Ja, gut, mit Pause muss man natürlich dabei rechnen, die drei Pausen. Und 15 Minuten jeweils und den Zwischenhalten natürlich auch von jeweils 5 Minuten. Wenn man das zusammenrechnet alles, dann kommt locker eine Stunde noch zusammen, die wir hier extra unterwegs sind. Von daher, eine Fahrzeit wäre vielleicht jetzt 10 Stunden oder 11 Stunden. Aber wir sind gleich gut 20 Minuten, 12 Stunden unterwegs. 5.30 Uhr sind wir losgefahren, jetzt haben wir es gleich 17.30 Uhr. Wenn man sich das zusammenrechnet, sind wir locker über eine Stunde, also sind wir über eine Stunde extra unterwegs, extra Zeit. Allein die Rastpausen, 15 Minuten, die sind ja schon 45 Minuten. Ja, kommt fast eine Stunde raus. Ne? Dreimal Pause von 5 Minuten sind auch 15 Minuten. Also ja, eine Stunde. Kommt genau eine Stunde raus. Also eine Stunde extra. Also wären wir jetzt praktisch gleich 11 Stunden unterwegs. Jetzt passt es so. Wege. So, Augsburg rechts ab, München weiter geradeaus. Aber dass da ein Fahrzeug auf der Seite liegt, das ist wirklich das erste Mal, dass ich das in dem Spiel hier sehe. Das war, glaube ich, noch nie auf keiner einzigen Tour. Also das hat bestimmt auch was mit dem Update zu tun, das es ja gab. Ein umfassendes Update. So, ihr kennt das ja von mir, ich fahre richtig gerne auf der Mittelspur, weil da am wenigsten los ist. Rechts sind die langsamen LKWs, die ja nun mal nicht mehr als 80 fahren dürfen, 80, 90. Nichts dagegen. Links sind dann die schnelleren PKWs und von daher fahre ich immer gerne in der Mitte. Da ist man eigentlich selten jemanden im Weg. Man hat einen guten
gutes Durchkommen, hat einen guten Fahrfluss und ja, eigentlich relativ entspannt dort zu fahren. Ist jedenfalls meine Meinung. Rechts überholen ist verboten, nur mal so viel dazu. Erst überholen, jetzt dahinter sich festhaken, ne? Ich verstehe es nicht. Fuchser statt Dachser, auch geil. So, dort sind schon die Berge zu bestaunen. Also wir kommen dem Bundesland Bayern immer näher. Aber sie sind ihm auch schon da. Augsburg ist ja schon, ging ja schon ab. So, München rechts. Und dann spielen wir unsere Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle München Zentraler Omnibusbahnhof. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in München einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Geachte Dames en Heren, we naderen nu het eindpunt en de bestemming, het Centraal München Busstation. We willen afscheid nemen van alle passagiers en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Ai. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede voortzetting van uw reis in München. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. Da hat gerade etwas die Konzentration nachgelassen, ihr habt es gemerkt, aber auch das kann passieren. About is perfect.
So, die letzten 11 Kilometer. Mach was mit dem Tempomat, dann kann auch nichts passieren. Natürlich wieder jede Ampel rot, wie immer. Kennt man ja schon nicht anders. Und jetzt hier? Nee, das ist ein weiter. Ein weiter. Herum. Hier rum. Das ist da unsere Haltestelle. Wir sind schon da. Das war's. So, dann kommt jetzt noch eine Ansage und zwar: Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt und könnten sich währenddessen etwas entspannen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und freuen uns darauf, Sie bald wieder an Bord als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Guten Abend, Dames und Herren. Auch wij willen u hierbij hartelijk bedanken en afscheid van u nemen. We hopen dat u een aangename reis hebt gehad en tijdens de reis hebt kunnen ontspannen. Wij wensen u een fijne avond en kijken er naar uit u binnenkort weer aan boord te mogen verwelkomen als onze passagiers. We zeggen tot ziens en tot gauw. Ja. Das war's mit dem Szenario mit der Linie 621 von Amsterdam über Arnhem, Köln, Frankfurt, Stuttgart und schließlich München. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine sehr lange Tour, gebe ich zu, aber auch das gehört dazu, muss mal sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Tour. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit am Start. Macht's gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye, bye.